Oh Junge, 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 Junge. Wahrhaft furchtbar, wahrhaft furchtbar. Bald soll die Maskenpflicht eingeführt werden und Aufnahmen wie diese da, wo ich so frei herumlaufen kann, werden dann bald nicht mehr möglich sein. Das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Ich meine, gut, die Masken schützen, aber angenommen, wir sind jetzt in einer großen Menge im Supermarkt. Es ist eng. Wir kriegen keine Luft, dann ersticken wir in der Maske. Warte, ich setz mal meine auf. Das seht ihr doch, wie beschissen das hier aussieht. Diese Scheißmasken. Und bald müssen wir sie alle tragen. Das wird derartig beschissen sein. Ich sag's euch. Wir machen jetzt sehr harte Zeiten durch. Sehr harte Zeiten. Aber darf ich euch was verraten? Dieses Land ist bekannt dafür, harte Zeiten durchzumachen. Vergesst nicht den Mauerfall in den 80er, 90er, da wo die große Wende kam. Oder die ganzen Demonstranten. Ich kann euch sagen, dieses Land hat viel durchgemacht und auch dieses Land wird auch diese Krise überstehen. Denn wir sind eine große Nation, eine freie Nation. Und auch das werden wir schaffen. Ja, auch das werden wir schaffen. Und wisst ihr was? Ich habe mich noch niemals vor den Medien durchgeknallt machen lassen. Weder als der Film Leaving Neverland lief, noch als die AfD mehrere Prozente gewonnen hat. Und auch jetzt werde ich mich nicht verrückt machen lassen. Nein, alles das ist Medienhysterie, weil den Medien sonst nichts einfällt zu berichten. Ich werde mich nicht verrückt machen lassen. Sie können mich zwingen, eine Maske zu tragen, aber sie können mich nicht zwingen, verrückt zu werden. Denn ihr könnt keinen verrückt machen, der schon verrückt ist. Ja, also werde ich weiterhin positiv in die Zukunft blicken. Ich werde positiv in die Zukunft blicken. Habt ihr verstanden? Und damit stampfe ich mit beiden Füßen. Ich sag's euch, ich geb nicht auf. Das wird irgendwann vorbei sein. Und dann werden wir wieder die Freiheit genießen, wie sie vor ein paar Monaten war. Ja, meine letzte Botschaft, bevor ich das Video hier beende. Blickt positiv in die Zukunft. Gebt niemals auf. Und vergisst nicht. Solange wir unseren Humor nicht verlieren, ist alles gut.